Ich muss hier kurz rein. Bin aber gleich wieder da. Oh, Mr. Ocean. Schön, Sie zu sehen. Kommen Sie doch bitte herein. Okay, ich habe nicht viel Zeit. Darum lass uns gleich auf den Punkt kommen. Ihr wisst alle, warum wir hier sind? Natürlich. Gut. Am Abend des geplanten Coups werden 80 Millionen Euro in der Staatsbank zwischengelagert. Die sind unser Ziel. Doch das wird keine leichte Aufgabe. Darum lass uns nochmal alle Details besprechen. John? Ja, gut. An diesem Abend werden 12 Mann der Spezialeinheit die Bank zusätzlich bewachen. 6 Männer auf Streife rund um das Gebäude, 2 im Schalterraum. 4 Männer werden die angrenzenden Räume und den Liftschacht bewachen. Und sie sind technisch auf den neuesten Stand. Ich habe hier recherchiert. Laserunterstützte Waffen, Nachtsichtgeräte und Funkgeräte der neuesten Generation. An denen vorbeizukommen ist fast unmöglich. Ja, und da sind dann noch die 24 Kameras, denen nichts entgeht. Und die völlig unabhängig voneinander arbeiten. Sie werden mit kleinen Brennstoffzellen versorgt. Teuflische Erfindung. Denn die Dinge übertragen das Bild mittels Wireless LAN direkt an die Polizei. Wird auch nur eine Kamera beschädigt, wird sofort Alarm ausgelöst. Das klingt ja nicht sehr gut. Aber sehen wir uns zuerst noch die Tresortüre an. Herr Professor? Die Tresortüre besteht aus einem 25 cm dicken Spezialstahl und einer 4 cm dicken Titanbeschichtung. Da würde eher das ganze Gebäude zusammenbrechen. Okay. Wie sieht es mit den Wachen aus? Könnte man die irgendwie anders beeinflussen? Mädels? Die Wachen sind fast alle in Guantanamo ausgebildet worden. Spezialisten also für extrem schwierige Situationen. Da würde eher ein Shaolin-Priester zu weinen beginnen, bevor die aufgeben würden. Okay. Kommen wir zu den Lösungsvorschlägen. Wie sieht es eigentlich mit den Kameras aus, Ethan? Tja, eigentlich habe ich keine Idee, wie wir das Problem lösen können. Und die Tresortüre? Was ist mit der? Ich habe mal eine Plastikflasche in die Luft gejagt mit so einem Benzingemisch. Ah, glaub aber nicht, dass das hier helfen würde. Tja, hat irgendjemand Ideen, wie wir das alles schaffen können? Ich glaube, wir werden uns etwas Leichteres aussuchen müssen. Hey, und die 80 Millionen? Wer holt die ab? Und was ist eigentlich mit unserer Nummer 7? Das könnt ihr vergessen. Die will Geld sehen und nicht investieren. Wir suchen uns eine andere Bank, ja? Ja, und die ganze Arbeit nochmals von vorne beginnen? Nein, Bank ist einfach nicht gut. Wie wär's mit Versicherungen? Und was willst du klauen? Versicherungen, Werbegeschenke, Kugelschreiber? Habt ihr keine besseren Vorschläge? Ja, und wie wär's mit Autos? Autos knacken? Mann, wo sind wir denn? Außerdem haben die auch Alarmsysteme. Neulich hatte ich mich sogar selbst eingesperrt. Knacken wir doch einen Chick-Automaten. Die Dinger sind sowieso nicht mehr zu finanzieren. Ja, verdammt gute Idee. Mir sind meine nämlich auch schon längst ausgegangen. Ja, okay. Das klingt ganz gut. Aber so eine Sache macht mir nicht von heute auf morgen.
Wir werden uns auf diese Sache gründlich vorbereiten und uns nächste Woche hier zur selben Zeit wieder treffen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ethan, Mädels. Ich werde mit unserer Nummer 7 reden. Unserem Finanzier. Sicher sauber Geld mitbringen. Denn sollte die Sache schief gehen, werden wir uns die Zigaretten halt kaufen. Jedenfalls gehen wir nicht ohne Beute nach Hause. Also los! Ah, Entschuldigung. Aber es hat ein paar Minuten länger gedauert. Was heißt ein paar Minuten? Ich hab doch gesagt, du sollst dich beeilen. Ich muss doch zum Dienst. Was hast du überhaupt schon wieder getan? Ach, nix. Du, ich würde nächste Woche ein paar Euro brauchen. Könntest du nicht? Nein, fahr jetzt und trag den Müll hinaus, wenn du zu Hause bist.